Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Bärbel von Kamps. Ich will mich nochmal vorstellen. Ich habe einen Film gedreht, Psycho, das Geheimnis des Phantomkillers von 1990, 91. Der Film lief im Metropolis-Kino im Rahmen des 6. Fantasy-Filmfests 1992 in Hamburg. Ja, hier habe ich den Beleg. Das ist hier die Morgenpost. Hier steht auch das Datum. Sonnabend, 21. März 1992. Hier. Hier steht auch nochmal genau das Datum drauf. Falls einige mir nicht glauben wollen. Hier steht Sonnabend, 21. März 1992. Das ist eine Original-Morgenpost aus diesem Jahr. Die blätter ich mal durch. Hier steht auch nochmal Sonnabend, 21. März 1992. Also deutlicher geht's gar nicht. Da war auch Westernhagen drin. Und dann kommt man irgendwann auf die Kulturseite. Foto Wenzlawski. Sonnabend, 21. März 1992. Psycho Remake aus Sasel in Metropolis. Hier steht das dick und fett. Mein Film lief damals im Metropolis Kino. Die Veranstalter hatten den Film damals angekündigt. Und er lief wie alle anderen Filme im Hauptprogramm. Ja, hier bin ich nochmal. Ich lese den Artikel mal vor. Psycho Remake aus Sasel in Metropolis. Alfred Hitchcock hätte seine Freude an Bärbel von Kamps. Der 19-Jährige aus Sasel schnappte sich vor 2 Jahren eine Videokamera, engagierte ein paar Freunde und drehte drauf los. Psycho, das Geheimnis des Phantomkillers, heißt der Film, den der Schüler nach über einem Jahr Arbeit hinter der Kamera und am Schneidetisch auf der Rolle hatte. Eine Horrorkomödie nennt von Kamps sein Psycho-Remake, in das er ein bisschen mehr als 1000 Mark investiert hat. Heute 15 Uhr läuft der 110 Minuten Streif in Metropolis. Er wurde kurzfristig ins Programm des Fantasy-Filmfests aufgenommen. Von Kamps arbeitet inzwischen an seinem zweiten Projekt mit dem Schreiben Stille der Nacht. Für den Film über einen Mitschüler, der mit 18 an Drogen starb, sucht er noch Schauspieler für Polizistenrollen. Jüpp, Infos unter 6012597. Dieser Artikel wurde angezweifelt, deswegen zeige ich nochmal vor. Das ist die echte Zeitung, damit ich das nochmal verifiziere. Es gibt auch einen Videomitschnitt von dem Ereignis. Also da gab es auch spätere Zeitungen, die das aufgegriffen haben, dass mein Film im Metropolis Kino auf dem 6. Fantasy Film Festival auch tatsächlich lief. Freunde waren von mir dabei und das wurde dann auch in der Öffentlichkeit auch bekannt in vielen Artikeln. Die müssen natürlich dann nur irgendwie nochmal zusammengesucht werden. Ja, ansonsten werde ich später noch mehr bekannt geben. Ja, bis dann erstmal. Tschüss.